ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dabei habe ich die drei Joker aus dem DC Black Label, obendrauf noch Invincible aus dem Hause Crosscut mit dem fünften Band und den ersten Band aus der Sailor Moon Eternal Edition aus dem Hause Egmont Manga. Und für mich persönlich war das jetzt hier der erste wirkliche Berührungspunkt mit Sailor Moon. Ich habe zwar in den 90er Jahren mitbekommen, dass sie zu der Zeit eine laufende Anime-Serie und Manga-Serie hatte und habe hier und da vielleicht sogar die ein oder andere Folge gesehen, aber das hat mich damals nie so wirklich gecatcht, weswegen ich das dann nicht wirklich weiter verfolgt habe. Ich habe aber mitbekommen, dass Sailor Moon damals in den 90ern komplett durch die Decke gegangen ist und ich habe mich dann gefragt, was es mit den Hype genau auf sich hatte, was die Leute daran so abgefeiert haben und ob es mir vielleicht sogar auch Spaß machen könnte. Jetzt hat es ja vor kurzem erst eine Neuauflage des Mangas gegeben oder besser gesagt des Animes gegeben, weswegen dann Egmont hingegangen ist und dann auch das wahrscheinlich mit zum Anstoß genommen haben, hier diesen Manga nochmal in einer Eternal Edition neu aufzulegen und das Ganze kommt unglaublich edel daher. Erstmal kurz zur Haptik, weil das Ganze Ding wiegt einiges. Es wiegt mehr als ein normaler Trade mit 6 US-Heften drin und das liegt an der Papierqualität. Obendrauf ist das Hardcover richtig dick und hat so einen unglaublich kitschigen Glanzeffekt mit so lila Glitzer, der einen entgegenschimmert, wenn man das so ein bisschen gegen das Licht hält, was unglaublich schön kitschig aussieht. Also ich persönlich bin jetzt natürlich nicht der größte Fan davon, wenn ein Manga mich lila anglitzert, aber es sieht cool aus und es passt zu Sailor Moon wie die Faust aufs Auge und lässt den ganzen edlen Eindrucken nochmal ein bisschen edler wirken, weil das kein billiger Effekt ist. Ihr wisst, was ich meine. Es sieht unglaublich edel aus und hat auch obendrauf noch ein gewisses Gewicht, was mich schon mal erstmal so begeistert hat. Dann habe ich mich direkt mal in die Geschichte reingestürzt und bevor ich die Geschichte jetzt hier grob zusammenreiße, dann noch zu den Zeichnungen gesagt, dass die mich nicht so hundertprozentig überzeugt haben. Es gab immer wieder Panels und vor allem auch Panelaufteilungen, die total gut gezeichnet und gut aufgeteilt und kreativ aufgeteilt gewesen sind, die mich wirklich abgeholt haben. Aber ich würde sagen, auf jede gute Zeichnung war da wieder eine Zeichnung oder ein Panel mit drin, was mir so gar nicht gefallen hat und was dann für mich den Gesamteindruck so ein bisschen getrübt hat. Zum Teil waren mir die Striche ein bisschen zu dünn gezogen, die Emotionen dann doch ein bisschen zu ausufernd dargestellt und irgendwie hat die Zeichnung mich nicht so hundertprozentig überzeugt, aber trotzdessen haben sie durchaus ihren Charme und sind gut gealtert, aber treffen halt meinen persönlichen Geschmack nicht so hundertprozentig. In der Hauptrolle der Serie wiederum steht die gute Osagi-chan, die direkt am Anfang der Geschichte zu Sailor Moon wird, weil sie über eine Katze stolpert, die ein Pflaster auf der Stirn drauf kleben hat und sie macht dann das Pflaster von der Katze ab und entdeckt, dass sie unter dem Pflaster so einen kleinen Mond in das Fell reingeritzt hat und die Katze fängt dann auch direkt an zu sprechen, verleiht ihr Kräfte und ein Haarreif und macht sie dann quasi zu Sailor Moon. Oben drauf kommt noch der Faktor, dass es die ganze Zeit Anspielungen dazu gibt, dass Sailor Moon vielleicht sogar schon Leben vorher gehabt hat und vielleicht sogar als andere Heldin im Vorfeld schon unterwegs gewesen ist und vielleicht einfach nur ihre Erinnerung daran verloren hat. Und die Katze sagt oben drauf noch, dass es noch weitere Kriegerinnen gibt, die dann nach verschiedenen Planeten benannt werden und dass Osagi-chan sich jetzt erstmal auf die Suche nach diesen anderen Kriegerinnen machen soll. Auf der anderen Seite ist sie noch auf der Suche nach der Prinzessin und nach einem mysteriösen Kristall, den sie bekommen muss, bevor die Bösen denen in die Hand bekommen. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit den ersten bösen Gegnerinnen hackt sie der direkt mal den Kopf ab, was mich dann direkt überrascht hat, dass man dann doch so eine brutale Art und Weise hat, wie sie ihren ersten Gegner zur Strecke bringt. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt keine Liter vom Blut aus dem Hals am Rausbluten sind und dass das Ganze halt nicht übertrieben brutal dargestellt wird, aber trotzdessen wird der Kopf vom Körper abgetrennt und das hat mich dann tatsächlich überrascht, aber es kommt gar nicht so krass brutal rüber, das könnte sogar an einem vorbeifliegen, wenn man das Ganze schnell überliest und wird das gar nicht so drastisch dargestellt, aber ich hatte mich dann trotzdem überrascht, dass es dann doch so brutal ist und das habe ich mich dreimal im Kreis gedreht mit dem gleichen Satz, ihr wisst, was ich meine. Die Geschichte hat definitiv Spaß gemacht, sie dabei zu beobachten, wie sie dann versucht, ihre ganzen Sidekicks oder besser gesagt Mitkämpferinnen zusammenzutrommeln und dabei hat sie halt die ein oder andere Aufeinandertreffen mit den ein oder anderen Bösewicht und das Ganze hat auf jeden Fall ein sehr gutes Pacing und hat mir ja wirklich Spaß gemacht, von der ersten bis zur letzten Seite. Eins ist Manko für mich persönlich, sind tatsächlich die Zeit, wie eben schon erwähnt, bin ich mit denen nicht so hundertprozentig warm geworden, aber ich kann verstehen, dass das damals in den 90ern so gut funktioniert hat. Wenn ich das Ganze mit zwei anderen Franchises oder mit irgendetwas anderem, was für euch vielleicht ein bisschen greifbarer ist, falls ihr Sailor Moon damals oder heute noch nicht gelesen habt, vergleichen müsste, würde ich sagen, das Ganze fühlt sich für mich persönlich so an wie eine Mischung aus Power Rangers und Buffy, sprich die geballten 90er in Manga-Form und das obendrauf in einer unglaublich schönen und genauso kitschigen Aufmachung bei Egmont Manga. Und insgesamt würde ich dafür so eine,
Ja, ich glaube, eine Bewertung fällt mir tatsächlich schwer. Ich hatte meinen Spaß, es sind pure 90er, es ist trashig und spannend, aber tatsächlich teilweise sehr überdramatisiert, was bei Mangas natürlich ein Stilmittel ist und auch bei Mangas wie Naruto oder auch bei Dragon Ball vorkommt, aber trotz dessen hat es mir hier mit der Umsetzung der Zeichnungen halt nicht so hundertprozentig gefallen, weswegen ich dafür ein 2 Punkte abziehen muss und ich würde sagen, ich würde den Ding eine gute 7 bis 8 von 10 in 90er Jahre trashige Maßstab geben. Und wenn ihr Bock auf was habt, was sich so ein bisschen wie Buffy und Power Rangers anfühlt, dann seid ihr hiermit definitiv gut aufgehoben. Und obendrauf sage ich an der Stelle nochmal, dass mich die Aufmachung echt begeistert hat und dass es eine sehr schöne Manga-Aufmachung war. So viel zu dem Thema und dann stürzen wir uns auch schon direkt auf den 5. Band von Invincible, der großen Superhelden-Saga des guten Robert Kirkmans. Und ich habe es auch schon mit den letzten Bänden in den Reviews gesagt, dass man der ganzen Geschichte halt anmerkt, dass Robert Kirkman sich unglaublich gut mit dem Superhelden-Genre auskennt und dass er eine unglaubliche Liebe zu Superhelden empfindet und dass man diese ganzen Faktoren halt in dieser Serie wiederfindet. Eine weitere Sache, die mich echt begeistert, die man auch schon bei Robert Kirkman bei The Walking Dead kennengelernt hat, ist, dass er Charakterentwicklung echt drauf hat. Und hier drin hat man nicht einfach nur Superhelden, die gegen Aliens oder gegen irgendwelche Bösewichte am Kämpfen sind, sondern man hat hier drin selbstreflektierte Charaktere, die auch noch ein Privatleben haben und die ganzen Sachen verarbeiten müssen oder auch Mörder, die eigentlich vor Gericht müssen, aber dann von der Regierung auf einmal eingestellt werden, weil die Regierung sich denkt, ey, dieser Mörder könnte auch für uns Leute umbringen. Und das ist so ein bisschen das Thema des Bandes, weil Invincible findet heraus, dass sie Ziel für die Regierung die ganze Zeit die Superverbrecher, die er gefangen genommen hat, eingestellt hat und die auf einmal so ein eigenes Superhelden-Team bilden und für ihre Taten gar nicht gerade stehen müssen. Obendrauf erfährt man als Leser, das erfährt Invincible selber noch nicht, dass sie Ziel die ganze Zeit wusste, dass der Vater von Invincible böse ist und dass er irgendwann austicken würde. Aber er dachte sich halt, okay, solange er noch nicht ausgetickt ist, kann er ja für uns arbeiten und ich lasse jetzt Leben retten und dafür gehen später ein paar Leben drauf. Das wird schon passen und vielleicht kriegen wir es ja sogar in den Griff. Und man merkt halt, dass die Motivation von Cecil eine ganz andere ist. Obendrauf bekommt man als Leser auch noch einen Rückblick und erfährt so ein bisschen, warum er so geworden ist, wie er heute nun mal ist. Und das wiederum bringt halt mit sich, dass Invincible jetzt gezwungen ist, seinen Bruder selber auszubilden, weil er Cecil in keinster Weise mehr vertraut. Obendrauf gibt es auch noch ein Bruch bei den Guardians of the Globe, weil die Helden sich entscheiden müssen, ob sie sich als auf Invincibles Seite stellen oder auf die Seite der Regierung. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Civil War, nur so ein bisschen greifbarer, würde ich an der Stelle noch nicht mal sagen, aber so ein bisschen anders und ich finde es so super interessant, wie selbstreflektiert die Charaktere sind und wie sie mit vorangegangenen Ereignissen zurechtkommen müssen. Dann noch die ganze Sache mit diesem Wolf-Superhelden, von dem mir gerade auf Teufel komm raus der Name nicht einfallen wird und die Geschichte mit ihm wird auch weiter ausgearbeitet, weil er wird auf der einen Seite von der Regierung verfolgt, aber es steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter, weil die Regierung glaubt, dass er seine Frau umgebracht hätte, was tatsächlich gar nicht so ist. Und dahinter steckt dann auch noch eine größere Geschichte, die noch mit 1-2 One-Shots begleitet wird. Und insgesamt war der 5. Band wieder ein ganz großes Feuerwerk. Und ich habe euch jetzt hier echt nur so einen kleinen Funken von dem zusammengerissen, was hier drin passiert, weil auch die Liebesbeziehung wird weiter ausgearbeitet, das ganze Privatleben, was mit seiner Mutter abgeht und noch einige andere Geschichten, weil ein weiterer Faktor, der mich bei Invincible so unglaublich begeistert ist, man braucht nur diese eine Serie lesen und hat ein komplettes Superhelden-Universum, weil Robert Kirkman schafft es gleichermaßen, die Geschichte von Invincible weiter voranzubringen und ich sage an der Stelle auch nochmal explizit das Wort Charakterentwicklung, weil er entwickelt sich immer weiter, genauso sein Bruder, seine Mutter und all die Charaktere um ihn herum mit ihren Rollen und auf der anderen Seite schafft das aber auch noch jede Menge Licht auf ganz viele andere Charaktere zu werfen, so dass sich das anfühlt, als wenn man das ganze Marvel- oder DC-Universum in einer Serie geboten bekommt, ohne dass auch nur irgendein Charakter zu kurz kommt. Dann ist obendrauf sogar noch ein Crossover mit hier drin, mit den ganzen Image-Helden, die so um die 2010er Jahre bei Image veröffentlicht wurden, wovon ich tatsächlich nur Savage Dragon kannte, den Rest davon kannte ich gar nicht. Wäre das jetzt so ein Event gewesen, was während der 90er gespielt hätte, wenn da die Wildcats und all sowas mit dabei gewesen, dann wäre aber auch heute die Veröffentlichung recht schwer, weil da die Rechte mittlerweile bei DC Comics sind und dann dürfte das Crosscut mittlerweile bestimmt gar nicht mehr reprinten, weil die Wildcats halt DC gehören und für den deutschsprachigen Raum hat halt Panini die Lizenz für alles, wo DC Comics mit drinsteckt. Genau das gleiche wie bei Marvel. Und an der Stelle sind es zum Glück dann halt alles Charaktere, die ich nicht kannte und die halt noch die Rechte bei Image haben, sodass man das ganze Ding reprinten konnte, weil der Band ist halt mittlerweile auch schon 10 Jahre alt oder müsste circa 10 Jahre alt sein. Wenn ihr genau wisst, wann das ganze Ding in den USA bei seiner Erstveröffentlichung erschienen ist, zumindest hier der 5. Band, ballert es gerne mal in die Kommentare rein. Und ihr hört es wahrscheinlich schon raus. Für mich ist das Ding tatsächlich wieder eine 10 von 10. Mir haben die Zeichnungen gut gefallen, mir haben die ganzen Story-Entwicklungen gefallen. Ich finde
dort die ganzen Charaktere weiterhin super interessant und man hat gar nicht das Bedürfnis danach, dass man sich denkt so, ey, von Charakter XY hätte ich gerne eine Solo-Serie, weil wie eben auch schon erwähnt, kommt kein Charakter zu kurz und ich kann gar nicht oft genug erwähnen, wer Superhelden liebt, wird auch Invincible lieben und Invincible ist mit das Beste, was ich bis jetzt im Superheldenbereich gelesen habe und Robert Kirkman ist echt ein großartiger Autor. Ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Er ist jetzt nicht der beste Autor. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt zwingend in eine Top 10 von mir mit reinnehmen würde, aber das, was er schreibt, ist unglaublich gut, weswegen ich ihn eigentlich mittlerweile unbedingt in eine Top 10 von mir mit reinnehmen müsste. Und ja, wie eben erwähnt, 10 von 10 Punkte, alles andere wäre dafür nicht gerechtfertigt. Und dann wiederum kümmern wir uns jetzt um die drei Joker, wo jetzt endlich die Geschichte von guten Geoff Johns und Jason Farbach zusammen bei DC Black Label veröffentlicht wird. Und obwohl es ein DC Black Label Titel ist, spielt es in der normalen DC-Kontinuität. Und ich weiß nicht, ob sie sich hier und da vielleicht noch ein paar Freiheiten nehmen, was jetzt halt im normalen DC-Universum nicht möglich wird. Aber hier drin wird sich jetzt der ganzen Sache gewidmet, die im Darkseid-Krieg angerissen wurde von Geoff Johns. Weil im Darkseid-Krieg hat Batman auf dem Möbiusstuhl gesessen und hat nach der Identität von Joker gefragt und hat dabei erfahren, dass es drei Joker gibt. Und der Band fängt halt damit an, dass man sieht, dass der Joker ein Verbrechen begibt und dass man dann feststellt, dass es nicht nur ein Verbrechen ist, sondern drei Verbrechen waren. In der gleichen Nacht, bei der er sich offensichtlich hat filmen lassen, ist halt der Drops gelutscht und die Leute wissen halt, dass es drei Joker gibt und man als Leser erfährt dann auch, was es damit auf sich hat. Noch nicht so hundertprozentig, es wird nur in so ein paar Sätzen nebenbei erwähnt, als sich die drei Joker in einer Hütte mitten im Nirgendwo treffen und darüber unterhalten, dass sie einen neuen Joker brauchen und dass sie wieder ein Casting vornehmen müssen, um dann halt zu gucken, wer jetzt würdig ist, der nächste Joker zu werden. Und damit haben sie auch schon so ein bisschen angefangen, weil sie haben Chemikalien geklaut und genau genommen sind es die Chemikalien, in die der Joker damals selber reingefallen ist. Und das scheinen sie schon eine ganze Weile zu machen. Zumindest hat es der erste Joker schon zweimal gemacht. Und das ist dann jetzt auch so ein bisschen die Erklärung, warum der Joker über die Jahrzehnte hinweg mal verschiedene Marotten hatte, die er heutzutage nicht mehr hat. Wie zum Beispiel diese ganze Sache mit diesen lächelnden Fischen, die auch hier drin ein Comeback haben. Oder so gewisse andere Sachen, wie zum Beispiel, dass der eine Joker lustiger unterwegs ist, dass der andere Joker eher ernster ist. Und ich muss sagen, der Auftaktband war unglaublich gut. Der Cliffhanger zum Schluss, der einen Tod mit einherbringt, wo ich gar nicht sagen möchte, wer stirbt, aber es sagt, dass einer stirbt, fand ich unglaublich gut. Ich bin auch gespannt, was dieser Tod noch für Konsequenzen mit sich bringt. Ich finde es ein bisschen schade, dass Charakter XY zum Schluss gestorben ist, weil ich hätte es auch großartig gefunden, wenn derjenige weitergelebt hätte, aber ich möchte euch dann gar nicht so viel verraten und ich muss sagen, Geoff Johns ist ein großartiger Autor, Jason Fabok ein großartiger Zeichner, die beiden zusammen haben schon einige großartige Werke rausgebracht und tatsächlich muss ich hierfür wieder 10 von 10 Punkte raushauen. Also es ist unglaublich. Wir haben jetzt hier echt drei Titel für dieses Video mit dabei, die unglaublich gut gewesen sind. Aber was soll ich sagen? Wenn drei Comics gut sind, haben wir halt mal drei richtig gute Comics in einem Video drin. Und mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Auch die Psyche von Batman, die hier weiter ausgearbeitet wird. Und ich sag's nochmal, die Zeichnungen von Jason Fabok waren unglaublich toll auf den Punkt. Und natürlich auch wegen der Kolorierung. Ich wollte mir eigentlich mal angewöhnen, öfters mal die Koloristen mit zu erwähnen, weil die Zeichnungen ohne den Koloristen natürlich eine ganze Schippe anders aussehen. Und wollen wir gerade gucken, die Farben sind von Brad Anderson und der gute Brad Anderson hat hier die perfekte Farbpalette für dieses Werk ausgewählt. Obendrauf halt noch dieses überformatige Format, was mir auch unglaublich gut gefällt für diese Geschichten und was dann halt auch so ein bisschen edler mit daherkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Panini hingehen wird und das ganze Ding dann nochmal als Softcover gebündelt rausbringen wird, weil das haben sie ja auch bei Batman Damned gemacht oder bei Batman der Dunkle Prinz, da haben sie es auch gemacht und ich gehe davon aus, dass diese ganzen Sachen, die jetzt im Albumformat erscheinen, irgendwann nochmal als Trade rauskommen, aber ich will bewusst jetzt hier diese großen Hardcover in der Hand halten, weil zum einen halt die Geschichte so nochmal eine ganze Schippe fetter rüberkommt und es ist halt obendrauf auch noch eine legendäre Geschichte, die ich dann richtig nice irgendwie so aufrecht ins Regal stellen könnte, hätte ich genug Platz. Also es wird im Endeffekt da gerade so mal reingereiht, aber ihr wisst, was ich meine. Ein cooles Foto lässt sich damit machen und macht auch Spaß, die Bände dann nochmal rauszuholen und die Haptik zu genießen. Heute habe ich es irgendwie so ein bisschen mit der Haptik. Normalerweise gehe ich gar nicht so sehr auf die Haptik ein, aber die Haptik macht Spaß und wenn wir schon mal bei der Haptik sind, muss ich sagen, dass die Bindung hier von dem Winstable-Band unglaublich gut ist, weil was immer so ein bisschen die Sache ist, wenn man so dicke Comics liest, die sind halt echt eine ganze Zeit lang so geknickt und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bei der Dragon Ball Massive Collection hat man danach den ganzen Buchrücken
knickt. Hier ist er nur so ein bisschen gebogen und hat natürlich ein paar Eselsohren. Das liegt aber daran, dass ich das Comic eine ganze Zeit lang im Rucksack mit mir rumgeschleppt habe, weil ich habe das so über eine Woche oder zwei verteilt in der Mittagspause gelesen und dann lege ich die Comics halt immer so in den Rucksack rein und dann kann ich schon mal drin vorkommen, dass da im Rucksack halt nur das andere Eselohr ins Comic reinkommt oder auch mal gerne eine Stoßkante in ein Hardcover. Aber dann ist man immer so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, den Comic jetzt tadellos im Regal stehen zu lassen oder vielleicht eine Stoßkante in Kauf genommen zu haben, aber dafür das ganze Gewerk gelesen zu haben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Sache handhabt. Ich bin jetzt ein bisschen abgewichen vom Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Ballert eure Meinung gerne mal in die Kommentare rein. Und vor allem auch, wenn ihr einen der drei Titel gelesen habt, wie ihr euch gefallen habt. Gerade bei Sailor Moon würde mich interessieren, habt ihr Sailor Moon in den 90ern euch schon reingezogen und wenn ja, direkt den Anime oder zuerst den Manga oder halt umgekehrt, alles in die Kommentare rein. Jungs und Mädels, wir sehen uns beim nächsten Mal. Guckt noch auf Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann sehen wir uns. Haut da rein!